Mein Name ist Jenny und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Gemeinsam begleiten wir Hubert Hubertikus weiter auf seiner Wienreise. Bevor wir starten, wiederholen wir noch einmal die Regel, die wir gemeinsam im Intro aufgestellt haben. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird der Zähler der Bruchzahl mit der natürlichen Zahl multipliziert. Der Nenner bleibt gleich. So, jetzt geht's aber wirklich los. Während du weg warst, hat Hubert Hubertikus bereits etwas Neues erlebt und davon werde ich dir jetzt gleich erzählen. Hubert ist ins Spiegelkabinett gegangen. Von 300 Wänden sind nur 5/6 dieser Wände tatsächlich Spiegel. Die restlichen Wände sind farblose Kunststoffwände. Hubert hat sich gefragt, wie viele Spiegelwände und wie viele Kunststoffwände sich im Spiegelkabinett befinden. Er rechnet 300 mal 5/6 ist gleich. In den Zähler schreibt er 300 mal 5, in den Nenner 300 mal 6. Hubert kürzt durch 300 und erhält 5/6 als Ergebnis. Komisch, denkt er sich. Wo habe ich denn hier einen Fehler gemacht? Hilf Hubert Hubertikus und entdecke seinen Fehler. Drücke dazu auf Pause. Hast du Huberts Fehler entdeckt? Packen wir doch unsere Erinnerungsnotiz mit der Rechenregel aus. Hier haben wir ja schon den Fehler. Hubert hat die Zahl 300 nicht nur mit dem Zähler, sondern auch mit dem Nenner multipliziert. Er hat also nur erweitert. Das ist ein häufiger Fehler. Merk ihn dir gut, damit du nicht hineintappst. Wir berechnen jetzt die Anzahl der unterschiedlichen Wände. Beginnen wir mit den Spiegelwänden. 5/6 von 300 können wir als 5/6 mal 300 anschreiben. Die Zahl 300 wird mit dem Zähler, also mit der Zahl 5, multipliziert. Wir können durch 6 kürzen. Das Ergebnis ist 250. Jetzt zu den Kunststoffwänden. Insgesamt gibt es 300 Wände. Werden davon 250 Spiegelwände abgezogen, so bleiben 50 Kunststoffwände übrig. Im Spiegelkabinett befinden sich also 250 Spiegelwände und 50 Kunststoffwände. Kaum ist Hubert aus dem Spiegelkabinett draußen, entdeckt er schon einen Zuckerstand. Er kann beobachten, dass die Verkäuferin die Theke immer wieder nachfüllt, wenn so viele Zucker gekauft wurden, dass eine Zuckerpackung aufgebraucht wurde. Hubert Hubertikus bestellt 4 Säckchen als Mitbringsel für seine Familie und 1 Säckchen für sich selbst. Jedes Säckchen wird mit 3/7 Zucker der Zuckerpackung gefüllt. Wie viele Zuckerpackungen muss die Verkäuferin öffnen, wenn zu Beginn eine volle Zuckerpackung vor ihr steht? Können wir diese Frage überhaupt beantworten, wenn wir nicht wissen, wie viele Zucker sich in einer Zuckerpackung befinden? Drücke auf Pause und schreibe deine Vermutung auf. Jetzt versuchen wir gemeinsam zu berechnen, wie viele Zuckerpackungen die Verkäuferin öffnen muss. Wir wissen nicht, wie viele Zucker in einer Packung sind. Damit wir uns das aber ein bisschen besser vorstellen können, stellen wir uns zum Beispiel vor, dass 7 Zuckerl in einer Packung sind. Wir wissen, dass 4 Säckchen für die Familie und 1 Säckchen für Hubert befüllt werden. Insgesamt gibt es also 5 Säckchen. Wenn in 1 Säckchen 3/7 der Zuckerpackung gefüllt werden, dann entspricht das 3 von 7 Zuckerl. Und das machen wir jetzt gleich. Wir nehmen also 1 Zuckerl aus der Zuckerpackung und geben es in das Säckchen. Dasselbe machen wir mit einem zweiten Zuckerl und einem dritten. Jetzt haben wir 3 von 7, also 3/7 der Zuckerpackung, in ein Säckchen gegeben. Jetzt gehen wir zum nächsten Säckchen. Und das zweite Säckchen ist befüllt. Wir gehen zum nächsten Säckchen. Wir geben 1 Zuckerl in das Säckchen. Und jetzt ist die Zuckerpackung leer. Wir müssen also eine neue Packung öffnen. Wir geben wieder Zuckerl in das Säckchen, gehen über in den nächsten Sack
und befüllen den letzten Sack. Dazu geben wir das erste Zuckerl hinein, das zweite Zuckerl und jetzt brauchen wir eine dritte Packung. Hast du mitgezählt, wie viele Packungen wir geöffnet haben? Genau, drei. Das hat jetzt aber ganz schön lange gedauert. Und wie du weißt, langweilt sich Hubert sehr schnell. Können wir das vielleicht ein bisschen schneller rechnen? Insgesamt werden fünf Säckchen befüllt, das wissen wir schon. In jedes Säckchen werden 3/7 von einer Zuckerpackung gegeben. Wir können also schreiben 5 mal 3/7. Die Zahl 5 wird mit dem Zähler, also der Zahl 3, multipliziert. Das ergibt 15/7, also 2 Ganze, 1/7. Die Verkäuferin muss also mehr als 2 Packungen öffnen. Sie öffnet 3 Zuckerpackungen. Und weißt du, was cool ist? Denkt Hubert. Wir mussten jetzt nicht einmal wissen, wie viele Zuckerl in einer Packung waren. Klick doch gleich aufs nächste Video und schau vorbei, welche Abenteuer Hubert Hubertikus im Mastery-Video erlebt. Bis gleich!